Du bist schwanger mit unserem Baby? Wie konnte das bloß passieren? Ganz leicht. Ich habe deine DNA mit meiner Befruchtungsapparatur in meine temporäre Gebärmutter eingespritzt. Oh mein Gott, du meinst es ernst? Man wird glauben, dass ich Sex mit einem männlichen Baby hatte und es geschwängert habe. Danke, dass du es so formuliert hast, dass es schrecklich klingt. Wir können kein Baby kriegen. Meinst du wegen des Geldes? Ich habe etwas gespart und wir könnten mein altes Babybett verwenden. Das verwendest du selbst. Oh, stimmt. Stewie, du musst es loswerden. Es loswerden? Warum sagst du es nicht einfach? Sag das Wort, Brian. Ich will hören, dass du es sagst. Abtreibung, Abtreibung. Du wirst dich sofort einer fetten Abtreibung unterziehen. Du kannst es nicht mal sagen. Ich glaube, ich muss kotzen. Erspar mir die Komödie. Das ist keine von deinen beschissenen Kurzgeschichten. Das hier ist das wahre Leben. Sei ein Mann. Du wirst es abtreiben lassen, Stewie. Das werde ich nicht. Unser Kind wächst in meinem Bauch heran. Red nicht so ein Scheiß und woher weißt du, dass es meins ist? Wie kannst du es wagen? Bin ich nur eine Schlampe für dich? Tja, diese Schlampe bekommt dein Baby. Warum hast du das nur getan? Ich dachte, du freust dich. Ich meine, du hast all diese unglaublichen Qualitäten und ich bin recht attraktiv. Ich meine, ich bin kein Model, aber jedenfalls kein Model für den Laufsteg. Ich wäre wohl mehr was für den Katalog, nehme ich an. Weißt du was? Warum kein Model für den Laufsteg? Warum nicht? Warum entschuldige ich mich immer dafür, wie attraktiv ich bin? Ich habe es satt. Ich könnte in Paris modeln. Wir könnten das Kind mitnehmen, eine Künstlerfamilie sein. Was sagst du? Es ist tot. Du hast mich geschlagen! Was für ein Monster schlägt ein schwangeres Kleinkind! Wenn du noch einmal die Hand erhebst, verbrenne ich dich in deinem Körbchen! Könntest du das gleich machen? Gut, Peter, zück die Kamera. Ich habe ein virales Video, das die Charts in 0,0 stürmen wird. Hi, ich bin Joe Swanson und jetzt kommen 30 Parodien in 30 Sekunden. Zeig mir das Geld. Oh, benimm dich. Guten Morgen, Vietnam. Dem werde ich die Messe lesen, sagte der Joker. Bei manchen habe ich den Text geändert. Hey, du musst mich zum Arzt fahren. Ich brauche Schwangerschaftsvitamine. Ich fahre dich nirgendwo hin. Gott, wie weit bist du schon? Ich bin nicht ganz sicher. 2 Tage? 6 Monate? In der Sache läuft es auf ein Ratespiel hinaus. Oh, und solange ich schwanger bin, musst du bitte das Katzenklo ausleeren. Wir haben keine Katze. Ach, bitte diskutiere nicht mit mir. Ach, mein Rücken bringt mich um. Und ich leide auch ein wenig unter Morgenübelkeit. Es ist für das Baby. Es ist für das Baby. Du siehst lächerlich aus. Nicht so lächerlich für dich, um mich zu schwängern. Okay, Raylene, ich bin Dr. Hartman. Ihre Schwangerschaft scheint ja in rekordverdächtiger Zeit abzulaufen. Man braucht immer 2 Leute, um einen Rekord zu brechen. Sie sehen sehr jung aus. Wie alt sind Sie? 13? 14? 15. Aber er hat mich nicht dazu gezwungen. Ich wollte es genauso. Das ist das Wichtigste. Seltsam. Ihre Vagina scheint einen Penis und 2 Hoden zu haben. Oh, ja. Ich musste ganz doll niesen und dann ist das alles rausgekommen. Ach, das erklärt es. Können Sie diese Sache machen, wo Sie mir Flüssigkeit entnehmen und mir dann sagen, ob es ein Vollspacko wird? Keine Sorge. Es gibt Orte, wo man diese Menschen lagern kann. Aber wenn ich Sie so ansehe, glaube ich, es ist alles okay. Oh, das ist wunderbar. Also, Brian, hattest du noch irgendwelche Fragen an den Arzt? Ja, hat dieses Gebäude viele Treppen? Gott, wir brauchen so viele Sachen. Sieh nur, wie winzig die ganzen Klamotten sind zum Anbeißen. Ich meine, was für Füße passen in diese Schuhe? Deine Füße. Der Witz wird alt, ehrlich. Du solltest dich darauf einlassen. Oh, wie weit sind Sie denn schon? 8. Monat. Sie sehen fabelhaft aus. Sagen Sie mal, tropft es bei Ihnen? Also bei mir tropft's. Wie alt bist du? Wie alt sind Sie? Sie sehen wie 40 aus, also hat was auch immer Sie da drin haben, sicher einen Gehirnschaden. Also, dann schönen Tag noch. Ich hasse diese Frau. Die gefallen mir. Die sind gut, wirklich stilvoll. Das fühlt sich sowas von falsch an. Oh, über die werden wir uns noch freuen, glaub mir. Meine Nippel kann man nicht sehen, oder? Die werden wirklich riesig und ich weiß nicht, ob ich sie komplett bedecken kann. Ach, was soll's. Wir sehen, was wir sehen. Und noch ein paar kuschelige. Dad, kriege ich eins mit Ihrem Kopf auf dem Babybauch? Dad, jetzt werde ich emotional. Having my baby.